Beyond the Earth, the challenge is on. Our whole team has worked for months for exactly this moment. Our sourcing team, our designers, and our trend team have worked and lived for this moment. Beyond. Yeah, welcome. Welcome to our universe, Lisa. Du bist meine nächste Gesprächspartnerin. Wir wollen mit unserem Format CSA Academy, haben wir es getauft, im Rahmen unserer Idee für die PSI, die ja eigentlich gestern losgegangen wäre, wollen wir die Neuheiten, die es am Markt gibt, und da gibt es ganz viele, einige Lieferanten, und die haben ja Gott sei Dank auch alle ihre Hausaufgaben gemacht über die Monate hinweg und alle ganz viele fleißig Neuheiten zusammengesammelt. Die wollen wir ganz gerne transportieren. Und nachdem das in Persona mit normalen Meetings nicht geht, müssen wir uns auf das Format digitale Präsentationen so ein bisschen zurückziehen und machen das jetzt in der Art und Weise, wie wir es hier machen, in dem Setup. Und ja, vielen Dank, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal in die Welt von Mr. Bax ein. Aber vielleicht sagst du kurz ein bisschen was zu dir, ein bisschen was zu Mr. Bax. Und dann gehen wir in eure Neuheiten. Ja, genau, machen wir das so. Mir erstmal vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ja, ich bin Lisa Sieberding von der Firma Mr. Bax, bin für den Vertrieb und für den Außendienst zuständig. Generell zum Thema Mr. Bax sind wir spezialisiert auf nachhaltige Baumwolltaschen und Jute-Taschen und sind da halt gerade mit unseren Zertifikaten sehr gut aufgestellt, mit der eigenen Gottsdruckerei. Das macht uns auch aus. Und ja, das ist es so, sag ich mal, in Kurzfassung zu Mr. Bax. Okay, cool, klasse. Dann würde ich sagen, Taschen hört sich immer gut an. Taschen kann man immer gebrauchen in jeglichen Formen. Ob im Urlaub, beim Einkaufen oder auch einfach nur so, um irgendwas von A nach B zu bringen. Lass uns in die Neuheiten einsteigen. Ich glaube, wir haben in Summe 4 Sachen uns rausgepickt von den Neuheiten, die ihr habt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in Medias Res, gucken uns die mal an und du kannst uns ein bisschen was zu den Neuheiten, gerade bei Taschen ist ja immer Qualität, Verarbeitung, Materialität ist ja da ganz, ganz elementar, und deswegen erklär mal und sag uns mal, was wir hier sehen. Genau, also das ist unsere Neuheit, der Beutel Reno. Ist so ein bisschen adaptiert von unserer Tasche Renata. Renata kommt an sich von der Wiederauferstandenen aus dem Latein. Genau, das hat den Hintergrund, dass das eine Recycling-Tasche ist. Die Tasche hat eine Grammatur von 200. Zur Materialzusammensetzung, hier haben wir 70% recycelte Baumwolle. Der Baumwollanteil, der besteht quasi darin, dass man bei der Textilindustrie immer einen gewissen Verschnitt hat. Und dieser Verschnitt wird quasi wiederverwendet und wird zu dieser Tasche verarbeitet. Dazu kommen dann noch 30% RPET, also das sind die bekannten Kunststoffflaschen, die dann da mit wiederverwertet werden. Und somit haben wir quasi eine Tasche, die quasi ein komplettes Recyclingprodukt ist. Ist letztendlich super, weil wir haben weniger Müll, haben da zur Müllvermeidung beigetragen und haben natürlich ein tolles Produkt, um quasi den Kauf von weiteren Plastiktüten auch zu vermeiden. Und genau, an sich was den Reno noch ausmacht, ist, wir sehen unten quasi den Kordelzug. Die Kordelecken quasi, die sind noch einmal verstärkt, also da auch noch mal zur Traglast zum Reno. Der kann da wirklich bis zu 10 Kilo fassen und tragen. Dann wird es auch irgendwann unbequem, sag ich mal so, für den Rücken. Aber der kann da auf jeden Fall gut Abhilfe schaffen bei einem schweren Einkauf. Den bekommt er auch gut mit nach Hause. Okay, cool. Wir haben ihn jetzt hier in einem, ich sag jetzt mal so einem Denim-Grey, so einem Grau dargestellt, mit einem Druck, Stick, wie auch immer. Gibt es den in verschiedenen Farben? Gibt es den nur in der Farbe? Welche Veredelungsmöglichkeiten sind machbar? Also den Reno gibt es tatsächlich nur in dem Grau. Das liegt daran, dass das halt ein komplettes Recyclingprodukt ist. Wir verzichten da aufs Bleichen und das wieder neue einfärben. Somit hat man da halt auch der Umwelt zuliebe da diesen Zwischengang gespart, und das ist quasi die Naturfarbe. Also die Recyclingfarbe, das Grau, ist quasi das Naturprodukt, und genau,
Da sieht man dann auch leichte Farbveränderungen. Das ist mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler. Man kann sich das so vorstellen, man hat in der Bekleidungsindustrie ja auch immer unterschiedliche Reste. Mal ist es ein bisschen mehr rot, mal ist es ein bisschen mehr gelb oder grün. Und somit kann das Grau dann auch mal ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler sein. Das macht die Tasche einfach auch aus. Und genau daher existiert der Beutel tatsächlich lediglich in einem Grau. Okay. Ja, cool, aber gut zu wissen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier mal mit dem CSA-Logo gearbeitet. Das könnte jetzt ein Druckenstick sein. Das sind wahrscheinlich auch die klassischen Veredelungsverfahren, die ihr dann auch anbietet, ne? Genau, richtig. Also wir bieten da den Siebdruck an mit Ökotex-zertifizierten Farben und den ganz klassischen Stick auch. Genau. Okay, cool, schön. Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Produkt. Genau, das ist auch eine Neuheit. Unser Henry ist das, mit insgesamt 3 Vorfächern. Also wir sehen da auf Vorder- und Rückseite ein Baumwollvorfach in einer hohen Grammatur auch und ein Seitenfach, womit man auch super zum Beispiel eine Flasche transportieren kann, ohne dass man die Flasche letztendlich lange in der Tasche nachher sucht. Also da auch für die Organisation sehr, sehr gut die Tasche. Oben versehen mit einem Druckknopf. Genau, die Henkel an sich sind gestickt mit einem Fischgrätenmuster. Also da optisch auch nochmal echt ein schönes Highlight. Ja, und vom Volumen her reiht sich die Tasche ganz klassisch ein bei unseren normalen Jute-Taschen mit dem Format 42x33x19. Also das hat sich so eigentlich schon sehr gut bewährt, das Format. Und ist aber auch noch in 2 kleineren Modellen erhältlich. Also da ist das jetzt auch nur ein Ausschnitt. Genau, von dieser Linie. Okay, 42x13x19 ist ja schon, das ist schon ein bisschen was. Da kann ich schon 2 Handtücher Minimum an Strand mitnehmen. Genau, also die ist super geeignet für den Einkauf, für den Strand, Spa-Bereich. Da kann man sie auf jeden Fall sehr gut mitverwenden. Von innen auch nochmal, gerade was das Thema Einkaufen betrifft. Die Tasche ist, die ist von innen versehen mit einem PP-Lining, welches auch LFGB-zertifiziert ist. Also okay, sprich, ja. Da dürfte ich auch meinen Apfel unverpackt quasi einpacken und könnte den Apfel dann auch direkt danach wieder verzehren, ohne dass ich den nochmal abwaschen muss, weil das Innenmaterial auf Lebensmittelechtheit getestet wurde. Okay, ja, ein gutes Argument, also gut zu wissen. Wir hatten eben die Veredelungsformen angesprochen. Ab welcher Menge veredelt ihr? Bei der Tasche, also bei uns ist das immer eine Verpackungseinheit. Bei dem Beutel von gerade waren es zum Beispiel 200 Stück. Die Tasche jetzt an sich, die wir jetzt gerade eingeblendet haben, die ist ja preislich etwas höher angesiedelt. Daher sind wir da von der Mindestauflage auch etwas weiter runtergegangen. Die entspricht jetzt in dem Fall 100 Stück. Okay, ja, aber auch das sind ja verträgliche Mengen. Gedruckt, gestickt wird in Deutschland, denke ich, ne? Genau, gedruckt wird wieder bei uns in der hauseigenen Druckerei im Siebdruck oder auch im Stick wieder bis zu 6 Farben im Siebdruck. Genau. Alles Weitere wäre dann auf Anfrage bestimmt auch möglich. Das ist immer so ein bisschen druckmotivabhängig. Okay, cool. Ja, dann auf zur nächsten Tasche. Ja, genau. Das ist unsere neue Tasche Lisa. Die wurde so ein bisschen nach mir benannt. Oh, Wunder. Wie kommen denn die Namen? Henry, Edna, Lisa, wer sucht ihr die im Team raus? Gibt es da einen Namensgeber? Gibt es einen Guru, der die Namen vorgibt? Oder? Ja, also generell kommen die Namen tatsächlich von der Geschäftsführung selber. Wir haben da aber mal noch so ein bisschen Mitspracherecht. Und ja, bei der Recycling-Tasche hat sich das von der Herkunft des Materials halt so ein bisschen angeboten und der Ableitung quasi. Aber sonst tatsächlich, gibt der Geschäftsführer da gerne Vorschläge durch und ja, wir bringen dann auch so ein paar Vorschläge mit ein. Genau, wir haben ja immer diese klassischen Double, zum Beispiel Adam, Eva, Harry, Megan, Sidi, Franz. Ja, dafür sind wir ja bekannt, das versuchen wir immer so relativ gut durchzuziehen. Genau, aber es gibt halt auch Taschen, die sind so kleine Einzelgänger, sag ich mal, die haben jetzt keinen Porto und da werden dann auch gerne schon mal Mitarbeiter irgendwie mit eingebunden, sag ich mal. Okay, dann erklär uns mal, was Lisa kann. Ja, Lisa ist eine Heavy-Cotton-Tasche mit 390 Gramm pro Quadratmeter, also vom Material wirklich sehr robust und reißfest. Wir haben hier ein Fairtrade-Produkt. Das zeichnet sich an der Seite auch super schön aus mit dem schwarzen gewebten Fairtrade-Label. Dadurch wird das ganze Produkt nochmal
definitiv hochwertig, wird da in eine andere Klasse gehoben. Also das ist wirklich eine tolle, hochwertige Tasche mit einem super Stauraum durch die Boden- und die Seitenfalte. Genau, da sind auch dann Henkel und Seitenfalte immer farblich abgesetzt. Also sprich, die Tasche gibt es dann auch noch in Rot, Schwarz, Navy abgesetzt. Das ist halt da auch immer so ein kleiner optischer Hingucker, sag ich mal. Okay, und gibt es neben dem Namen noch irgendwelche anderen Verwandtheiten zwischen dir und der Tasche? Robust? Oder ist das... Ich gehe halt gerne einkaufen und daher passt sie zu mir halt auch ganz gut. Okay, okay. Also ist eher das große Volumen war dann maßgeblich dafür, dass du Patin sein durftest. Ja, genau. Und die schwere Grammatur, damit sie halt auch ordentlich was tragen kann. Okay, gut. Ja, cool. Perfekt. Dann last but not least springen wir direkt zur nächsten Tasche. Wer auch immer hier der Namensgeber war. Ja, das kommt so ein bisschen von, hey Vicky, sag ich mal, mehr oder weniger, Vicky die Wikinger, deswegen heißt die Tasche auch Vicky, weil da so ein Seemannstau oben als Henkel dient. Das kommt da so ein bisschen her. Genau, hier haben wir auch ein ganz neues Material, da fangen wir jetzt in diesem Jahr ganz neu mit an. Das ist Yuko, nennt sich das, sprich eine Zusammensetzung aus Jute und Cotton. Ganz toll von der Bedruckung her, weil die natürlich die Oberfläche deutlich feiner ist als die herkömmliche Jute. Damit sind Druckbilder, also deutlich feinere Druckbilder, deutlich ja, feiner auch abbildbar, deutlich präziser können die umgesetzt werden. Ganz kleine Webadressen zum Beispiel, die man schon mal gerne irgendwie unten rechts mit anbringt, ja, die kommen auf dem Material sehr gut raus und sehr scharf. Genau, hier haben wir auch wieder die LFGB-Beschichtung innen drin. Also auch hier können wieder Lebensmittel unbedenklich transportiert werden. Ja, mit einer Falte von 16 cm mit einer Bodenfalte hat die Tasche auch wieder ein sehr großes Volumen und sehr großen Stauraum bietet die. Genau, abgesetzt nochmal mit den Ösen, die dann letztendlich den Tragegurt abschließen. Auch wieder ein optischer Hingucker. Und mal was anderes reiht sich ein quasi zwischen Helen und Antje bei uns im Sortiment. Das sind auch zwei weitere Strandtaschen. Die sehe ich halt auch einfach im Spa-Bereich, im Wellness-Bereich. Gerade auch, dass sie so ein bisschen wasserabweisend ist, passt das, denke ich, sehr gut. Helen, Antje, Vicky, Lisa. Also schöne, kann man sich gut merken. Also besser als irgendwelche dusseligen Artikelnummern, die dann vielleicht auch irgendeinen Sinn ergeben, aber dann trotzdem irgendwie doch nur Nummern sind, finde ich, kann man mit Namen deutlich besser arbeiten. Und ich habe tatsächlich, nicht allzu oft, wäre vielleicht vermessen, aber Yuko habe ich noch nicht gehört. Also von daher habe ich jetzt tatsächlich auch was gelernt. Vielen Dank dafür. Und finde ich aber auch eine spannende Materialkomposition. Also auch mit dem Argument, dass du natürlich deutlich besser und feingliedriger auch drucken kannst, besseres Druckergebnis bekommst. Ein super schönes Argument natürlich. Und ich finde auch die Kombi aus Form und oben mit diesem robusten Kordeln und auch mit den Kordelenden, diesen Knoten, finde ich echt eine gelungene, auch von der Optik her, wirklich eine gelungene Tasche. Und das ist ja bei Taschen, ich meine, wir sehen so viele Taschen, in allen Formen, Farben, Materialitäten, davon irgendwann mal noch zu sagen, das ist eine schöne Tasche, das fällt einem dann auch irgendwann immer schwerer. Und das ist auch dann oft mal so eine Moment-Sekunden-Entscheidung, wo man sagt, nö, die ist eigentlich ja doch echt ganz nett. Und in dem Fall finde ich die wirklich, das ist eine schöne, coole Tasche. Und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall mal mit Mustern arbeiten und mal gucken, wo wir die dann vielleicht gerade jetzt aufs kommende Sommergeschäft mit Strand und Co. auch in die Sortimente mit aufnehmen können. Das war's schon. Ja, ich sag mal, zu Vicky noch mal eben kurz als Ergänzung. Ja. Ich sag mal, die hat ja jetzt schon sehr diesen klassischen Strand-Spa-Wellness-Verschnitt. Die gibt es aber dann auch noch in drei anderen Größen. Also dieses klassische mit Boden- und Seitenfalte, nicht dieses chronisch zulaufende, gibt es dann in diesem Material auch noch neu mit dazu. Also wenn der Kunde jetzt sagt, dieses Strandformat passt mir irgendwie nicht, aber ich finde das Material total toll, dann genau, sind da auch noch drei andere Artikel mit Boden- und Seitenfalte, die optisch so ein bisschen sind wie der Henry, sag ich mal, mehr oder weniger. Mit einem Druckknopf dann oben auch zum Verschließen. Die gibt es dann auch noch mit dazu. Okay, super. Vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Guck mal, hat gar nicht wehgetan? Nee. Also auch selbst mitschneiden, habe ich ja gesagt, ist gar kein großer Unterschied. Es ist, am Ende ist es auch nur ein Teams-Meeting und ist total schmerzfrei und auch stolperfrei. Vielen, vielen Dank. Vier Produkte, ich glaube, alle in sich wirklich schöne Neuheiten und auf jeden Fall für uns, für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter
Viele coole News, ein paar interessante Themen, die wir bei uns jetzt sicherlich weiterdenken können und die wir dann bei unseren Kunden auch platzieren können und vorstellen können. Und dafür vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, danke. Ja. Und wir schauen mal, was das Jahr so bringt. Ja, machen wir. Cool, super. Vielen lieben Dank. Dank dir. Ciao.